Minute wäre Behringer. Ah, sie hat sie gesehen, Melanie Behringer jetzt zum Jubiläum. Ich bin Melanie Behringer, bin ehemalige Fußballnationalspielerin und bin jetzt Trainerin der U16 Juniorinnen des DFBs. 2013, da war die EM in Schweden. Ich war davor eigentlich immer Stammspielerin in der Nationalmannschaft, war dann aber gesundheitlich so ein bisschen angeschlagen. Da meinte dann die Trainerin vom letzten Spiel, bevor es dann zur EM ging, Mel, du bist im Moment halt nicht unter den ersten Elf, du bist dann vielleicht Nummer 16, 17, 18. Wenn du dir das vorstellen kannst, würde ich dich gerne mitnehmen. Bin dann auch mitgegangen, habe dann einen Kurzeinsatz gehabt in einem dritten Gruppenspiel, wo es eigentlich um nichts mehr ging. Schlussendlich habe ich keine Einsatzzeit mehr gekriegt. Es hat mich schon sehr getroffen, so die Art und Weise, wie dann teilweise auch mit einem umgegangen wurde. Und ich weiß noch, dass ich dann aufs Zimmer gegangen bin, erstmal geheult, weil ich es einfach nicht verstehen konnte und mir das auch wehtat. Und dann habe ich eine Bibelstelle gefunden und die würde ich jetzt auch mal gern vorlesen. Die steht in Jeremia 17, Vers 5. So spricht der Herr: Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Und das war dann für mich so ausschlaggebend, dass ich eigentlich so das ganze Vertrauen immer in die Trainerin gesetzt habe. Die Trainerin entscheidet, wenn sie irgendeine Entscheidung trifft, dann ist es so. Und ich war dann schon an dem Punkt, wo ich sage, okay, boah, wenn das so weitergeht, dann höre ich auf in der Nationalmannschaft. Und dann habe ich wirklich die Entscheidung in dem Moment getroffen, okay, Jesus, wenn das hier stimmt, ich lege dir jetzt alles in deine Hände. Und ab dem Zeitpunkt war ich auch total gelöst, also ich war echt dann entspannt die Tage über. Und dann kam eben Olympia, was ich vorhin schon angesprochen habe, dass ich da dann wieder Stammspielerin war und auf meiner Lieblingsposition, was ich davor nie gespielt habe in der Nationalmannschaft. Für mich war das dann das perfekte Turnier eigentlich, wir wurden Olympiasieger. Deswegen sage ich im Nachhinein, das war perfekt, was Gott da gemacht hat. Also ich glaube, besser hätte der Weg auch gar nicht sein können. Auch für mich das Verständnis, wie ich Gott vertrauen kann. Deswegen ist für mich auch so wichtig, ihn in alle Dinge mit einzubeziehen. Ich glaube, ja, dass es jedem gut tut, einfach Jesus mit an die Hand zu nehmen, in jedem Bereich. Weil eigentlich mit Jesus hast du eigentlich schon alles erreicht.